zeige euch heute ein neues Rezept. Wenn dir mein Rezept gefallen, bitte abonnieren meinen Kanal. Bei 500 Abonnenten lade ich ein Alltagsvideo hoch. Ich koche heute gebratene Nudeln, veganen, aber wenn man wie vegetarisch, kann man auch mit Eier geben. Ja? Zutaten, das gibt Mee-Nudeln oder Sie können auch Cooking-Nudeln nehmen. Ich nehme 170 Gramm, das ist für 2 bis 3 Personen. Und dann das gibt Bok Choy. Ich nehme 200 bis 300 Gramm. Kommt drauf an, wie viel isst man mehr oder wenig. Aber ich habe hier mit 300 Gramm. Und Sojasprosse 150 Gramm. Und 400 Gramm Tofu. 150 Gramm frische Pilze, Sie können auch Champignon nehmen, geht auch. Aber ich liebe diese Pilze, weil die sind feste, wenn man isst, ein bisschen so wie Fleisch. Ja? Aber das schmeckt viel besser als normale Pilze. Oder Austernpilze geht auch. Und das ist Lauchzwiebel und ein Stück Karotte. Und normale braucht man noch Knoblauch, ja? Ungefähr 3-4 Zähne Knoblauch. Und eine Esslöffel Zucker. Und ich brauche dunkle Sojasauce. Und süße Sojasauce. Helle Sojasauce. Pfeffer und Öl. Das war. Die getrockneten Nudeln, 170 Gramm. Ich mache in Leitungswasser, aber heißes Wasser von Leitung. Das ist ungefähr 15 Minuten einweichen. Die Nudeln in heißes Wasser schwimmen. Das nach 15 Minuten, man guckt, manche Nudeln ist dicker oder dünner. Und dann man so ein bisschen aufpassen. Manche ist länger oder weniger. Und Wasser kommt drauf an. Wenn Wasser so heiß ist, dann geht es schneller, 10 Minuten. Wenn die Nudeln einweichen und bei Schwitzen durch, ich mache Gemüse vorbereiten, waschen. Ja. Bok Choy, man kann auch so lange lassen oder ich schneide Papieren und dieses Stück schneiden in der Mitte durch. Ist besser, aber wenn man macht, dann kann man einfach lassen. Und Karotten, man kann auch dünner schneiden, streifen oder dicker, wie man möchte. Wenn man mag, gerne schön weich, man so auch zusammen mit Bok Choy kurz in heißes Wasser kochen. Aber wenn man mag, knackig und lassen direkt in der Pfanne machen, lassen, in der Pfanne braten. Bok Choy, ich koche ganz gut ungefähr eine Minute in heißes Wasser, weil wenn man direkt in der Nudel braten, das geht auch. Aber dann macht ihre Nudel alles nass, weil das kommt viel Wasser. Ich habe ein bisschen dicker schneiden, 1 Minute, aber wenn man ein bisschen noch kleiner schneiden und dann nicht 1 Minute, sondern nur rein und sofort raus. Und wenn man rausholen, man so in kaltes Wasser, ja, direkt rein, für die Farbe schön grün bleiben. So in kaltes Wasser rein, ungefähr ein paar Minuten lassen und dann wieder abtropfen. Das muss keine Wasser mehr, sondern ihre Nudeln später wird alles nass. Und dann ich mag Tofu in Würfel. Und dann schneiden Würfel. Aber man kann auch Scheiben oder Streifen, wie man will. Ja? Ich gebe heißes Öl, 2 Esslöffel rein und dann. Und dann Tofu-Würfel einfach rein anbraten zuerst. Hier das bisschen schön gelb und dann weiter. Und Knoblauch, ich nehme 4 Stück. Und diese Lauch, ich nehme nur die weiße Stelle von oben, bisschen schief schneiden. Pilze kann man so schreiben oder man kann auch so machen, geht auch. Tofu, ich so
schon schön gelb. Nicht ein Seite, ja. Und dann Zwiebel, Knoblauch und Zwiebel ein. Mach nur gut braten. Wenn das ist Knoblauch riecht gut und Zwiebel riecht gut, dann lassen Nudeln rein. Tofu und Knoblauch schön röstet und dann ich gebe Pilze und Karotte rein. Wenn ich möchte nicht so, ich möchte noch knackig und dann brate nur ganz kurz und dann ich gebe Nudeln rein. Ja. Die Nudeln vorher eingeweichen in Warmwasser 15 Minuten, 8 Tropfen, 5 Minuten und dann ich brate die Pilze mit Tofu und Karotten zuerst. Ungefähr 3-4 Minuten und dann ich gebe Nudeln rein. Jetzt, ich gebe jetzt die Gewürze rein. Ne? Das ist hier dunkel, Sojasauce. Ich gebe zuerst 2 Esslöffel. Aber wenn man will, nicht so viele dunkel, dann zuerst eine und dann nachschauen. Aber ich mag die Farbe ein bisschen dunkler besser, finde ich. Und eine Esslöffel helle Sojasauce, ja? Und eine süße Sojasauce. Esslöffel Zucker. Wenn man isst Glutamat, dann ein bisschen geben. Aber ich benutze keine Glutamat in dieser gebratenen Nudel. Ich gebe noch 4 Löffel Salz. Und ich nehme auch Lauchzwiebel rein. Und man so abschmecken, ob die Nudel ist, die Gewürze ist schon gut ist. Wenn nicht, dann kann man ändern. Ja? Ich habe nicht so salzig gemacht, aber wenn man isst salzig, dann einfach ein bisschen noch Salz geben. Vielleicht halbe Teelöffel noch extra. Oder wenn man benutzen kann bei Olek und dann aufpassen, weil die sind auch salzig. Wenn man isst scharf, vielleicht eine Teelöffel Sambal Oleg rein, aber dann die Nudeln soll man nicht salzig machen, weil Sambal Oleg ist sehr salzig. Zwiebel rein, umrühren und dann Bakchoi rein. Und wenn man isst gerne Sesamöl, dann kann ein bisschen Sesamöl gehen. Aber wenn man nicht möchte, dann einfach weglassen. Sprosse rein und dann umrühren. Ganz kurz, ungefähr nur eine Minute und dann ist fertig. Das war meine Rezept heute. Und schreibe in die Kommentare, was du als nächstes ziehen möchtest. Vielen Dank. Tschüss, bis nächstes Mal.